Dieser Podcast ist eine bezahlte Zusammenarbeit mit Fjällräven, der schwedischen Automarke, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Natur für alle zugänglicher zu machen und Menschen für das Outdoor-Leben zu begeistern. Dieses Gefühl, sich selber mal aus der Komfortzone zu bewegen und sich selber mal so ein Stück weit was zuzutrauen, das ist großartig. Also das ist wirklich, was die Leute dann begeistert, wenn sie das dann auch wirklich überwunden und geschafft haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bergwelten-Podcasts. Mein Name ist Mara Simperler, ich bin Chefin von Dienst bei Bergwelten Online und mir gegenüber sitzt gerade Bergwelten-Redakteurin Kathi Löffler. Hi Kathi. Hi Mara. Kathi, du gehst ja sehr gerne wandern. Das ist ja ein bisschen auch Grundvoraussetzung, um bei Bergwelten zu arbeiten, würde ich sagen. Und du gehst auch gerne für mehrere Tage am Stück wandern. Genau, so vor 2,5 Jahren habe ich so das Weitwandern für mich entdeckt und ich muss sagen, ich bin richtig auf den Geschmack gekommen. Ich finde, das ja entschleunigt einfach so sehr, wenn man mehrere Tage lang einfach immer nur einen Fuß vor den anderen setzen muss und ansonsten nichts denken muss. Ja, das stimmt. Du, und schläfst du da eher in Hütten oder auch mal im Zelt? Tatsächlich war ich bis jetzt eigentlich nur auf Hüttentouren und geführten Trekkingtouren unterwegs. Und ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen Respekt, ehrlich gesagt, so ganz allein im Zelt übernachten und irgendwie alles, Isomatte, Zelt, Kocher und so weiter mit sich rumtragen. Ist ja schon nochmal ganz eine andere Experience als in der Hütte, würde ich sagen. Ja, absolut. Ich habe das mal in Patagonien gemacht. Das ist zum einen einfach wahnsinnig anstrengend. Zum anderen, ich schlafe schon in Hütten jetzt nicht so gut. Im Zelt potenziert sich das Ganze dann nochmal. Aber das Thema der heutigen Podcast-Folge war demnach sicher für dich sehr interessant und lehrreich, oder? Ja, genau. Heute geht es nämlich um Weitwandern mit Zelt und zwar genauer um die sogenannten Fjällräven Classics. Die schwedische Outdoor-Firma Fjällräven organisiert nämlich schon seit mittlerweile fast 20 Jahren eine Weitwanderserie rund um die ganze Welt. Und dort sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ohne Guide unterwegs und sie tragen auch alles selbst. Aber sie kriegen so ein bisschen organisatorische und logistische Unterstützung. Mhm. Also quasi Weitwandern für Anfänger. Ja, genau, so kann man das sagen. Man darf das trotzdem aber nicht unterschätzen, weil die Strecken sind wirklich teilweise nicht ohne. Das hat mir auch Marie bestätigt, die hat bei einem Fjällräven Classic mitgemacht und sie wird uns auch später noch von ihren Erfahrungen erzählen. Okay. Und vor allem ist die Crew ja der Rucksack, der mitunter super schwer ist. Man muss ja da sein Gewand reintun, sein Zelt, Isomatte, Schlafsack und Verpflegung. Das alles schleppt man mehrere Tage auf seinem Rücken herum. Ja, genau. Wobei es eben so ein paar kleine Tipps und Tricks gibt, wie man sich dieses Tragen von dem Rucksack eben möglichst angenehm gestalten kann und wie man auch viel Gewicht sparen kann im Endeffekt. Mhm. Und darüber habe ich mit Dean Pollitsch gesprochen. Er ist der Geschäftsführer von Fjällräven Deutschland und hat auch selbst schon 4-mal beim Fjällräven Classic mitgemacht. Ja, und von ihm kriegen wir nachher wirklich sehr hilfreiche Tipps, wie man den Rucksack am besten trägt, wie man ihn richtig einstellt, auch was man mitnehmen kann und natürlich sozusagen die Königsklasse, was man zu Hause lassen kann. Ja, dann würde ich sagen, hören wir mal rein. Oh Gott, puh, schon sehr schwer. Tu mir lieber wieder runter. Das gerade war meine Reaktion, als ich einen Rucksack mit 15 Kilo auf die Schultern genommen habe. Wenn ihr noch nie so viel Gewicht getragen habt, probiert es mal aus. Das ist nämlich viel schwerer als erwartet. Ungefähr so viel Gewicht hat der Rucksack, den man auf einer 5-Tages-Wanderung durch die schwedische Wildnis dabei hat. Die Rede ist von dem legendären Fernwanderweg Kungsleden, auf Deutsch Königspfad, in Lappland. Der Weg führt durch die wirklich gigantische Landschaft nördlich des Polarkreises, vorbei an zerklüfteten Gebirgen und Seen und über scheinbar endlose Ebenen. Das Wetter ist launisch und kann schnell von Sonne auf Regen oder sogar Schneefall umschlagen. Zeichen von Zivilisation gibt es kaum. Man wandert tagelang einsam dahin und trifft höchstens mal eine Rentierherde. Das klingt erstmal super, aber auch ziemlich anspruchsvoll. Für alle, die sich das vielleicht nicht alleine zutrauen würden, gibt es die Fjällräven Classics. Das sind Mehrtageswanderungen mit logistischer Unterstützung.
Dabei kann man zwar alleine wandern, aber man ist eben nicht ganz auf sich allein gestellt. Es gibt eine vorgegebene Strecke, wie zum Beispiel einen Teil des schwedischen Kungsleden, und entlang dieser Strecke gibt es Checkpoints, an denen freiwillige Helfer die Wanderer bei Bedarf unterstützen, zum Beispiel mit einem Blasenpflaster oder Proviant. Um alles andere kümmern sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst, erzählt Dean Polic, Geschäftsführer von Fjällräven Deutschland. Man muss sie so die Etappen nicht so laufen. Man kann sie kürzer gestalten, man kann sie länger gestalten, man kann 2 Etappen an einem Tag laufen, manche laufen 3 Etappen an einem Tag, manche schaffen nicht mal die erste Etappe an einem Tag, was auch nicht schlimm ist. Jeder läuft sein eigenes Tempo. Und das ist alles so ein Stück weit ein Erlebnis, ein Abenteuererlebnis, raus aus unserer Komfortzone. Und trotzdem ist das Ganze irgendwo natürlich immer noch mit einem Backup abgesichert. Auf den Fjällräven Classics hat man also das Erlebnis einer Weitwanderung plus ein bisschen logistisches Service. Fjällräven will damit vor allem jene Menschen ansprechen, die sich eine Weitwanderung mit Zelt noch nicht alleine zutrauen. Und das Konzept scheint aufzugehen. Mittlerweile finden jedes Jahr 4 Fjällräven Classic Weitwanderungen in Europa statt und es gibt Veranstaltungen in den USA, Chile und Südkorea. So weit, so gut. Aber meinen 15-Kilo-Rucksack muss ich ja immer noch selbst tragen. Und das teilweise 10, 12 Stunden pro Tag. Wie schaffe ich das, ohne dass mir der Rücken abbricht? Bei dem Rucksack kommt es an allererster Stelle darauf an, dass der passt. Er muss dir passen, er muss dir sitzen. Wir Menschen sind alle unterschiedlich gebaut, dann gibt es auch noch unterschiedliche Geschlechter. Damen haben tendenziell ein breiteres Becken, schmalere Schultern. Männer sind tendenziell andersrum gebaut und längere Rücken, Damen kürzere Rücken. Wie Dean hier erklärt, hat jede und jeder einen anderen Körperbau und das Rucksackmodell sollte darauf abgestimmt sein. Am besten geht das im Fachgeschäft, wo man die Rucksäcke teilweise sogar mit Gewichten probieren und sich beraten lassen kann. Einen Trekking-Rucksack einfach im Internet zu bestellen, ist deshalb keine gute Idee. Worauf muss ich beim Rucksackkauf sonst noch achten? Idealerweise sollte er wirklich eine gute Rahmenkonstruktion haben, damit das Gewicht sich über den ganzen Rucksack auf die Hüften verteilen kann. Das ist elementar wichtig, dass der Rucksack so sitzt, dass du das Gewicht auf die Hüften bringst und nicht auf den Schultern hast. Weil wenn du dann auf einer Mehrtagestour mit 15, 16, 17, teilweise mit 20 Kilo unterwegs bist, dann wirst du ganz schnell diese Gewichte über Schultern kriegen. Dann entwickelt sich auch ganz schnell Kopfschmerz, weil es ja permanent über Tage auf den Schultern sitzt. Also für die nächste Tour merken: Das meiste Gewicht des Rucksacks muss auf den Hüften sitzen. Je größer der Rucksack, umso kuscheliger und besser gepolstert sollten die Hüftgurte sein. Und wie sieht es bei den Schultergurten aus? Was kann ich dort für mehr Komfort machen? Die Schultergurte werden sehr locker getragen. Da hast du auch noch die Möglichkeit, bei einem guten Rucksack auch noch die Schultergurte in der Neigung auch noch einzustellen. Was Dean hier anspricht, sind verstellbare Gurte, die oben an der Aufhängung der Schultergurte zum Rucksack vernäht sind. Mit diesen Gurten kann man einstellen, wie nah der Rucksack am Körper anliegt. So kann man den Rucksack an das Gelände anpassen. Geht man relativ flach in der Ebene dahin, kann man diese Gurte eher locker einstellen. Und wenn du am Aufstieg bist, da holst du den Rucksack näher an den Körper ran, dass er kompakt sitzt. Dann hast du auch ein bisschen mehr Zug auf den Schultern. Beim Absteigen nimmst du ihn auch enger. Natürlich solltest du das Gewicht immer möglichst kompakt am Körper, in der Körpermitte halten. Nächster Tipp, den wir uns merken können: Schulterriemen beim Bergauf- und Bergabsteigen anziehen, auf der Ebene locker machen. Kommen wir jetzt zu der Frage, die wahrscheinlich schon Wanderer auf der ganzen Welt schlaflose Nächte gekostet hat. Wie groß soll mein Rucksack sein? Ich merke, dass die Leute tendenziell eher zu großen Rucksäcken tendieren. Und wenn der Rucksack viel Volumen bereitstellt, was machen wir dann? Wir packen natürlich die Sachen rein, weil wir ja noch Platz haben. Das tut dann weh, wenn du am dritten Tag unterwegs bist, am vierten Tag und die Strecken wirklich nicht kleiner werden, sondern und auch nicht aufhören. Dann merkst du wirklich jedes Gramm. Für eine Weitwanderung, die 3 bis 5 Tage dauert, empfiehlt Dean einen Rucksack mit 50 bis 65 Liter Packvolumen. Denn ob man 3 oder 5 Tage unterwegs ist, macht für die notwendige Ausrüstung kaum einen Unterschied, erklärt er. Der Schlafsack ist der gleiche, die Matte ist die gleiche, der Kocher ist der gleiche, die Wasserflasche ist die gleiche. Dann hast du natürlich, ich sag mal, die Wetterschutzhose, die Wetterschutzjacke, die ist genauso drin, ob bei 2 Tagen oder bei 5 Tagen. Das ist alles, was so ein bisschen Volumen nimmt. Und den einzigen Unterschied ist tatsächlich im Essen, in der Essensration, die ein bisschen geringer ist, und vielleicht in dem einen oder anderen T-Shirt und in der Unterwäsche. Das sind also die Ausrüstungsgegenstände, die man immer dabei haben muss, egal wie lange man unterwegs ist.
Wie Dean sagt, lohnt es sich auch wirklich, in qualitativ hochwertige, leichte Produkte zu investieren. So kann man sehr viel Gewicht einsparen. Ich finde, man kann wirklich am Schlafsack, an der Matte sparen, man kann am Kocher sparen, man kann an den ganzen Gimmick wie ich nehme mir noch eine Weinflasche mit sparen. Menschen nehmen ganz viel unnötiges Zeug nur mit, was wir gar nicht brauchen. Manche Weitwanderer, die mehrere Wochen unterwegs sind, säbeln ja sogar den Stiel ihrer Zahnbürste ab, um wertvolle Gramm zu sparen. Das ist für eine mehrtägige Tour vielleicht etwas übertrieben. Aber es findet sich fast immer etwas, das unnötig schwer im Rucksack liegt. Für Dean war es zum Beispiel sein Proviant. Für mich persönlich war es, ich sag mal, wenn ich jetzt an Lebensmittel denke, es war tatsächlich Brot, Käse, Wurst, also so Dinge, die vielleicht so in der Brotzeitbox mit drin sind. Ich bin tatsächlich mit dem Travel Food gut zurechtgekommen. Ja, das sind jetzt vielleicht harte Worte für alle, die ihre Salami-Sticks und Käseräder beim Wandern lieben. Aber was das Verhältnis von Kalorien zu Gewicht betrifft, schneidet Campingnahrung einfach viel besser ab als das gute alte belegte Brot. Was wir uns auf jeden Fall merken können, jeder hat so diese kleinen Luxusgüter, die er gerne dabei hätte, im Endeffekt aber nicht unbedingt braucht. Das bestätigt auch Marie. Sie hat 2023 beim Fjällräven Classic in Dänemark teilgenommen, wo sie 3 Tage lang entlang der dänischen Küste, über Wiesen und durch Wälder gewandert ist. Und das nächste Mal würde sie Elif Shafak zu Hause lassen. Deren Roman Der Geruch des Paradieses hatte sie nämlich im Gepäck. Ich hatte ein Buch dabei. Auch ein relativ dickes Buch. Ich habe mich darüber gefreut, dass ich es dabei hatte. Ich habe nämlich auch gelesen. Im Nachhinein würde ich mir aber trotzdem überlegen, ob ich es nochmal mitnehme, weil eben ich glaube, ich jetzt mit auf jedes Kilo achten würde, auf jedes Gramm, was ich in diesen Rucksack gepackt habe. Da kann man vielleicht dann auch für 3 Tage drauf verzichten. Wie man außerdem ganz einfach Gewicht einsparen kann, wenn man mit anderen Leuten wandern geht, indem man gemeinsam packt, erklärt Dean. Ist ein Match entscheidend, dass man das nicht jeder für sich selber packt, sondern dass man wirklich miteinander packt. Ich sag mal idealerweise auch tatsächlich physisch miteinander packt, dass man sich dann trifft, zusammenkommt. Jeder bringt sein Equipment mit. Die anderen können nochmal einen Blick drauf werfen. Das ist enorm wichtig, nochmal zu schauen, funktioniert die Stirnlampe, funktioniert das Feuerzeug. Aber nicht nur Campinggeschirr und Zelt kann man untereinander aufteilen. Dean macht das sogar mit Kleidung. Ich würde die Sachen wirklich gemeinsam teilen. Und so kann man auch mit Ersatzwäsche umgehen. Genauso ist es mit dem T-Shirt, genauso ist es mit der Unterwäsche. Warum kann man nicht irgendwie zusammen eine Ersatzunterhose mitnehmen, die auch aus Wolle ist? Why not? Ich meine, dann hat man schon eine weniger dabei. Okay, einige werden sich jetzt denken, ich mag meine Freunde schon sehr gern, aber Unterhosen teilen, das geht zu weit. Meine Sorge wäre ehrlicherweise eher, dass nach dem ersten Regenguss ein Streit ausbricht, wer denn jetzt die trockene Wechselunterhose bekommt. Und wenn wir schon dabei sind, wo ist die Unterhose überhaupt? Auf einer Mehrtageswanderung den Überblick zu behalten, was wo verstaut ist, ist nämlich gar nicht so einfach. Damit nach der ersten Nacht auf Tour nicht gleich das Chaos im Rucksack ausbricht, empfiehlt Dean Packtaschen. Die volumigen Teile sind in sich ja schon gut sichtbar und greifbar. Und so bringst du ganz schnell Ordnung rein. Du weißt dann ganz schnell, okay, das ist die Wechselwäsche. In dem Packsack habe ich den Kocher drin, mit dem Kochgeschirr, mit dem Besteck, mit dem Tellerchen. Wenn du die noch farblich unterscheidest und du dir das alles merken kannst, dann findest du ganz schnell Ordnung. Ich frage mich jetzt noch, gibt es einen Gegenstand, der wirklich hilfreich beim Weitwandern ist, an den man aber nicht sofort denkt? Also sozusagen ein Weitwander-Essential abseits von Zelt, Schlafsack und Isomatte. Stöcke, absolut ratsam. Pflicht. Aufgrund der langen Touren und des unwegsamen Geländes oder der Wege super happy Stöcke zu haben. Entlastet so ein bisschen auch den Kopf. Und hilft dir über den längeren Tag, wo du auf der Strecke bist, wo die Konzentration durchaus mal nachlässt, dass du da wirklich, selbst wenn du mal den Fuß zu weit links oder rechts trittst, dass dann nicht umfällst. Und Stöcke helfen dir auch vielleicht auch mal eine Leine aufzuziehen am Zeltplatz, um an der Leine zwischen Zelt und dem Stock dann vielleicht mal ein Handtuch aufzuhängen. Auch Marie ist eine erfahrene Weitwanderin. Was ist ihr Geheimtipp? Regen Cape war sehr, sehr hilfreich auf dieser Wanderung, dass wenn es dann geregnet hat, man einfach schnell alles abdecken konnte. Sich selber, seinen Rucksack, das Zelt. Weil dadurch, dass man ja in dem Zelt dann auch schlafen muss und man nichts nachts trocknen kann, sehr wichtig ist einfach, dass alles trocken bleibt, was man braucht. Ich fasse die Packtipps von Dean und Marie nochmal zusammen. Erstens, der Rucksack sollte nicht zu groß sein. Zweitens, jedes Gramm zählt. Man kommt für die paar Tage, die man üblicherweise unterwegs ist, mit weniger aus als gedacht.
Drittens, man spart Gewicht, indem man Ausrüstung und Kleidung gemeinsam mit anderen benutzt und beim Tragen aufteilt. Viertens, Packsäcke helfen dabei, im Rucksack den Überblick zu bewahren. Fünftens, Wanderstöcke und ein guter Regenschutz sind praktisch und erleichtern einem das Leben. Kehren wir jetzt gedanklich nochmal zum Fjällräven Classic am Kungsleden in Schweden zurück. Wir sind schon den vierten Tag unterwegs, die Beine werden langsam schwer und ein leichter Nieselregen hat eingesetzt. Jetzt kommt der Punkt, an dem wir uns fragen, warum wir das eigentlich machen und nicht einfach Strandurlaub auf Ibiza gebucht haben. Was macht für Dean den Reiz an dieser Art des Wanderns aus? Diese Begeisterung für eine Sache und die Tatsache, dass es da nicht darum geht, wer der Schnellste ist und dass man eine Zeit stoppt, sondern dass jeder gefeiert wird, der über die Ziellinie läuft, dass man die Gespräche während der Tour mit völlig fremden Menschen führt, sich vielleicht einen Platz teilt, vielleicht auch mal ein Wasser teilt oder mal ein Foodpack teilt. Auch für Marie war die Gemeinschaft, die sich auf so einer Wanderung in der Gruppe entwickelt, etwas Besonderes. Was halt einerseits diesen Nachteil hat, dass man nicht alleine ist, aber halt auch den Vorteil, dass man nicht alleine ist. Und vielleicht auch, wenn man gerne sowas zum ersten Mal macht und alleine das auch machen möchte, zum Beispiel nicht noch mit Freunden, man eben auch die Chance hat, Leute um sich rum zu haben und nicht komplett alleine auf einem Weg unterwegs zu sein. Die Hilfe bei der Organisation auf einer Fjällräven Classic Weitwanderung und das Gemeinschaftsgefühl auf der Strecke helfen vielleicht auch dabei, über seinen eigenen Schatten zu springen und sich einfach mal auf ein Abenteuer einzulassen. Denn wir können viel mehr schaffen, als wir glauben. Was uns gut tut, ist, dass wir viel mehr an uns selber glauben. Ja, wir schaffen das. Wir werden es irgendwie schaffen. Ja, mir zwickt hier das Knie oder ich spüre es schon, das Reiben am Fersenbein. Aber du gehst über deinen Schmerzpunkt hinweg und du siehst, dass es trotzdem möglich ist. Und am Ende siegt und überwiegt die Freude. Danke für diese tollen Tipps, Kathi. Ich bin oder war ja auch wirklich schon viel unterwegs, aber der Tipp, den Neigungswinkel der Schultergurte zu verstellen, das werde ich das nächste Mal tatsächlich ausprobieren. Ja, das habe ich auch davor nicht gewusst. Ist auf jeden Fall ein hilfreicher Tipp. Dann bleibt mir eigentlich auch nur noch zu sagen, ja, Wanderschuhe schnüren, Rucksack packen und happy Weitwandern. Damit war es das auch schon wieder für heute. Die nächste Folge des Bergwelten-Podcasts erscheint am 15. Juni. Schaut bis dahin auf unseren anderen Kanälen vorbei, bergwelten.com, Instagram, Facebook und TikTok. Kauft euch natürlich auch das neue Bergwelten-Magazin und hinterlasst sehr gerne eine Bewertung oder einen Kommentar für diesen Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Es hilft uns echt wahnsinnig, dass der Podcast höher gerankt wird. Diese Folge des Bergwelten-Podcasts wurde produziert von Katharina Löffler. Dieser Podcast ist in Zusammenarbeit mit Fjällräven entstanden. Die schwedische Outdoor-Marke inspiriert Menschen auf der ganzen Welt mit funktioneller und langlebiger Kleidung und Ausrüstung dazu, mehr Zeit in der Natur zu verbringen. Fjällräven ist davon überzeugt, dass man die Natur umso mehr liebt, schätzt und respektiert, je mehr Zeit man tatsächlich draußen verbringt. Deswegen veranstaltet Fjällräven jedes Jahr seine legendäre Wander-Event-Serie, den Fjällräven Classic, um die es auch in diesem Podcast gegangen ist. Erfahre mehr über die Fjällräven Classic 2024 unter fjällräven.de.